Christian Moser hat das evitiert, als indépendant Kurateur für Venedig zu gehen. Ich meine, dass es in einer Zeit passiert, wo so ein bisschen ein Umbruch hier im Land war, weil einerseits die Direktion am Casino geändert an der Mutter. Und ich meine, in dem Moment war die Rob für mich indépendant Approche dazu zu machen. Und hin und her gefragt, ob man das für mich und dann muss ich da angewöhnt. Weil ich selbst, dass wir empfangen, Mittelmeer gegangen, die Grenze zwischen Afrika und Europa als Hauptbasis. Und ich meine, dass Venedig sich schon extrem gut ist, für das zu weisen. Auch von der Geschichte von Venedig guckt, wo am Anfang Gold von der ganzen Welt und der Reichtum von der ganzen Welt durch die Kolonien herangefordert ging, das durch vier Drusch schon überhaupt schon, das ist ja ewig gegangen. Und ich meine, dass das ein wirklich interessant und auch kontrovers Platz ist, für uns Erbisch da können zu weisen, die über die neuen Grenzen da geht, die gezogen zwischen der ersten Welt und der dritten Welt. Von denen dann halt kein Schwätz von nächster und dritter Welt oder ganz einfach so zwischen Europa und Afrika. Ich meine, ich selbst ist das auf zwei verschiedenen Niveaus mindestens aufgebaut. An der einen ist eben ein bisschen mehr so ein politischen, sozialen Kontext. An der anderen ist mehr ein grundsätzlichen Kontext, wo es vielleicht darum geht, als Platz für Menschen an der Welt überhaupt. Also ich meine, Welt nicht an dem Sinne nur von politischer Welt, sondern wirklich vom Planet. Und wenn ich über den Planet schwätze, dann sind wir bei der Geologie und wir sind bei tektonischen Placken, die driften. Und das ist ja so, dass der afrikanische Kontinent auf Europa zukommt. Und das sind kleine Bewegungen, das ich meine, sind 3-4 cm die Jahr, oder das ist so schnell wie ein Fangernil wursen oder so. Aber das ist aber etwas, was trotzdem auf Europa zukommt. Und wo schon lange am Gang ist natürlich, und überhaupt responsabel ist für die ganze Landschaft, die da im Mittelmeer ist. Wo, die Vulkane, die in Südeuropa sind und in Süditalien vor allem sind, die sind geschärft schon durch den Druck, den durch die tektonischen Placken sind, die von Afrika da rumtreten. Und dann, dass sich an die Glut schiebt, dann dort Bücher entstehen, die Alpen sind, die Jahre so entstehen. Ich sage ja alles blau, also das ist einfach dadurch, weil wir an Kunstlicht gefilmt haben, wir am Dach gefilmt haben. Und weil das darunter leidet, dass das weil so einen Zwischenbereich durchstellt. Und noch nicht nur durchstellt, als irgendwie. Zwischen daran nicht. Und als erbischt, als mängelig an Zwischenbereichen, das zwischen Welten, wo das alles aufläuft. Zwischen daran nicht, zwischen Europa und Afrika, das alles an dem Übergang von einem dann der anderen. Dann ist mängelig die Dämmerungszustand, wo das Blut und das Kunstlicht am Dach eben durchstellt. Das repräsentiert die Sache eigentlich ziemlich gut. Den Sound gebrauchen wir als ein Material, gerade wie die Bilder, wo die ganze Stimmung da verstärkt und auch nicht immer verstärkt, ich meine, eine eigene Sternigkeit hört, an dem Fall, wo einfach doof gesucht geht, dass das zum Beispiel, dass der Sound relativ gut die tektonische Verschiebung da durchstellt. Dass ihr darum denkt, durch die Drohnen, die am Sound sind, dass es Bewegungen von tektonischen Placken durchstellt oder Bewegungen von unter dem Boden von Vulkanen oder so Sachen. Das war eine formidable Sache für uns. Das ist etwas, was immens wichtig ist, für die Verstehung da vorzubringen, dass die Leute, was sie von außen, wo es hell ist, und zumal zu Venedig, wo ein Mittelmeerstaat ist, wo es so hell ist, rankommen und am Anfang die ersten 1-2 Minuten praktisch komplett verloren sind am Raum. Der Stadt Schwarz. Und es braucht 1-2 Minuten, wie als Fotograf kann die dann in der Dunkelkammer, bis da sich überhaupt adaptiert hat und die Deichter hat. Und das ist eine formidable Verstehung von, ich würde Leute komplett neu für und etwas stehen, wo sie sich am Alltag herausgezogen haben und etwas herangezogen haben, was dadurch richtig kann entfallen, von den toten Weh mit dran ist. Das wirklich wie ein Initiationsprozess von einer Besanisch dran geht. Oh ja, das sind zwei Leute, zwei belgische Musiker, der Yannick Frank und den Xavier Dubois, die als Prinzip für zusammen zu schaffen, also so, dass Nadine und ich zusammen reisen, hat halt Tein ab die ganze Zeit, teilweise verschafft durch uns Tein, die wir haben, auf der Kamera, von dem wir direkt dann abholen. Und dann tun wir ihnen hin die Teilen, sie verschaffen sie nach ein Keier und dann bauen sie da rundherum etwas, was den Musiker nennen, nicht an Menschen, nennen, das Musikfeld aber meistens mit Ton verbunden ist. Das Resultat, und dass sie nicht direkt so Musik denken, mit das aber, das ist schlussendlich ein immens subjektiv Sache, was Musik ist oder Ton ist. Die erste ist zu Venedig, ich meine, das wissen wir alle, die an dem Fall sind, dass ein schöne Abruhr, du hast viel Last. Und das viel Begeisterung, das viel Exzitation an dem Ganzen.
Es wird fast das teilweise faszinierend, weil er so Feedback hat. Das ist aber auch teilweise enttäuschend, weil er immens viele Sachen versprach, die du noch nicht angehalten gehen. Das hat teilweise damit zu tun, dass es mir unverfänglich ist, dass Leute so viel mit einem schaffen. Heinz hat es aber auch ganz konkret sagen, wie ich will wirklich fest zu so hat. Und dann hat nur, wenn dann die Euphorie von dem Ganzen darüber ist, dass das vergiss. Aber das ist für allem gemerkt, und einfach daran, dass das. Wo am Anfang die Sache sich gesagt hat schon, dass es durch richtig losgegangen ist. Und dass mehr den Monte kriegt und für entweder Kollegen sind oder überhaupt das selbst zu weisen, die von Leuten, die zu Venedig das erlebt haben, das stärkt auf einer Baflust wären. Und das geht bis los. Wir waren die letzte Woche zu Tschechien, wo wir zwar noch nicht Werbisch gewesen haben, mit den Kontakt das sind Sterne durch die Werbisch, die wir zu Venedig gewesen haben. Wir waren das letzte Jahr zu Lodz, Polen, wo wir Kollegen sind gewesen und haben wirklich gute Konditionen, wo sie als selbst wie zu Venedig von der Freien von Musik gehen und alles so gestracht gehen, an dem Sinn, also, wo wir 10 Projektionen geschafft haben. Aber das sind eigentlich alles Sachen gekommen, die da noch nicht gekommen sind. Und ich merke auch eine intellektuelle Auseinandersetzung, die lang dreht da noch. Es könnte zum Beispiel an den nächsten 2 Mainmengen oder so, könnte ein Buchreise in Österreich, wo sich über Kartografie und Kunst beschäftigt, wo Kollegen sind, als selbst für Venedig eine prominente Rolle daran erkriegt an einem von den Texten. Und das sind alles Sachen, die logisch wirken. Und der Moment selber zu Venedig ist viel Euphorie und da ist auch viel Schaumschlägerei. Ja, also wir hatten immens viele Reaktionen. Wir hatten da in Manzenheim Land. Wir hatten international immens Reaktionen. Es war ja eine spezielle Situation, es war speziell Tür. Ich meine, es war ja noch ein paar Jahre, die mit Lützburg assoziiert ist. Und das hat eine große Schiertheit zu Lützburg geworfen, da wir eine gewisse Macht haben. Und die hat es auch ausgeübt, ob Journalisten hier im Land. Und da waren noch Leute von hier erstaunt, dass viel mehr zum Beispiel über den Belgischen Aufpavillon geschrieben ging, als über das Eis, den Lützburgischen Pavillon. Das war schon ein bisschen enttäuschend. Ich war durchaus ein Monster von einer Worte. Dass es nicht nur eine ästhetische Auseinandersetzung ist, sondern auch eine Auseinandersetzung mit der Welt. Und ich meine, die Thematik, die wir hier mit Kollegen hatten, die ist begründet. Darüber, ich meine, 2009, wo wir das gewesen haben, und wir haben es hinter 1990 immens viel mit afrikanischen Künstlern, mit afrikanischen Kurateuren geschafft, sodass daraus auch eine Natürlichkeit für uns da war, für sich mit der Problematik auseinanderzusetzen.